Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Elektrische Netze. Heute mit der Folge Blindleistung, Nutzung im Stromnetz. Wir wiederholen noch einmal, wofür Blindleistung gut ist, nämlich zur Kompensation oder zur Spannungsregelung. Dann schauen wir uns Blindleistungseigenschaften von Stromleitungen an und schauen tatsächlich, wie Blindleistung im Übertragungsnetz genutzt wird. Noch einmal zur Wiederholung, wenn Sie die Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik angeschaut haben, Sie können die Videos ebenfalls in YouTube finden, dann wissen Sie eigentlich, dass Blindleistung zum einen zur Kompensation verwendet werden kann, um den Strom auf den Leitungen zu reduzieren, wenn der Verbraucher ebenfalls Blindleistung bezieht. Eine andere Art und Weise, Blindleistung zu nutzen, ist Blindleistung zur Spannungsregelung. Wir können zum Beispiel damit die Spannung am Ende einer Leitung erhöhen oder erniedrigen. Das wird heute der Schwerpunkt für die Nutzung von Blindleistung sein. Wir schauen uns weiterhin an, wie sich Leitungen in Bezug auf Blindleistung verhalten. Wir haben ja schon kennengelernt, dass Leitungen sowohl einen Widerstandsbelag haben können, als auch einen Induktivitätsbelag und daraus dann einen entsprechenden Blindwiderstandsbelag. Wenn wir diese beiden einmal vergleichen für verschiedene Leitungen, vor allem in verschiedenen Spannungsebenen, dann stellen wir Erstaunliches fest. In diesem Bild hier ist nämlich dargestellt das Verhältnis von Widerstands- und Blindwiderstandsbelag von typischen Leitungen. Auf der linken Seite ist das Verhältnis von Widerstandsbelag zu Blindleistungsbelag der klein. Das heißt, hier überwiegt das induktive Verhalten der Leitung. Auf der rechten Seite ist das Verhältnis groß, das heißt hier überwiegt also das resistive Verhalten der Leitungen. Schauen wir uns nun einmal typische Leitungen in verschiedenen Netzebenen an. NS steht für Niederspannung, die orangen Balken stehen für ein typisch ausgewähltes Kabel und das graue jeweils für eine Freileitung. Und da sehen wir, dass also in der Niederspannung der Widerstandsbelag durchaus eine relevante Rolle spielt. Das heißt, typischerweise ist er größer als der Blindwiderstandsbelag. Das heißt, in der Niederspannung überwiegt das resistive Verhalten. Schon in der Mittelspannung sind Blindwiderstand und Wirkwiderstand ungefähr gleich groß. Das heißt, wir können hier schon nicht mehr sagen, ob die Leitung sich resistiv oder induktiv verhält. Wenn wir in die höheren Spannungsebenen gehen, so wird dieses Verhältnis noch deutlich kleiner. Das heißt also, Leitungen wirken wesentlich stärker als induktive Komponenten. Das gilt insbesondere für Freileitungen. Wie kommt das? Ganz einfach, bei Freileitungen sind die Abstände der Leiter einfach noch größer. Und je größer die Abstände der Leiter sind, desto größer wird auch der Induktivitätsbelag. Damit erklärt sich auch, warum in der Niederspannung die Leitungen der Induktivitätsbelag nicht ganz so relevant ist. Ganz einfach, weil hier aufgrund der Isolation die Leiter näher beieinander liegen können. Je höher die Spannung wird, desto weiter müssen die Leiter auseinander. Und in der Höchstspannung sind die Leiter in Freileitungen eben sehr weit auseinander entfernt und spannen eben eine große Leiterschleife aus, bilden also somit eine große Induktivität. Wir können also festhalten, dass in den Hoch- und Höchstspannungsebenen der Blindwiderstandsbelag, also das induktive Verhältnis, um den Faktor 10 größer ist als der eigentliche Widerstand. Und wenn wir dann ein Ersatzteilbild von Leitungen nehmen, wie hier dargestellt,
vollständigerweise mit Wirkwiderstand, Blindwiderstand und Kapazitätsbelag. So können wir sagen, dass unter Last der Kapazitätsbelag meistens vernachlässigbar ist und in den höheren Leitungsebenen für viele Zwecke der Widerstandsbelag eben auch, wie wir gerade gesehen haben, sodass wir als einfachstes Ersatzschaltbild für Leitungen häufig einfach nur eine Induktivität verwenden. Wenn wir nun einmal anschauen, welchen Spannungsabfall wir an den Leitungen haben. Also Spannungsabfall ist definiert als die Differenz der Beträge der Spannungen am Anfang und am Ende. So müssen wir die Leitung eben überwiegend als Induktivität uns vorstellen. Und wenn wir jetzt einen Wirkstrom durch diese Leitung fließen haben, so macht dieser Wirkstrom vor allem eben einen induktiven Spannungsabfall. Im Zeigerdiagramm ist dieser Spannungsabfall senkrecht zu unserer Spannung an unserer Wirklast. Das sieht man hier in diesem Bild. Und in der Summe stellen wir fest, dass also die Spannung UN am Anfang der Leitung und UV am Ende der Leitung vom Betrag her gar nicht so groß unterschiedlich sind. Während wenn wir Blindstrom auf der Leitung fließen haben, so wirkt dieser Blindstrom als realer Anteil an der Spannung und addiert sich somit direkt zur Spannung am Ende hinzu. Das heißt also, mit dem Blindstrom können wir wunderbar die Spannung herauf- oder heruntersetzen. Die Details dazu haben wir ja schon in Grundlage der Elektrotechnik kennengelernt. Das können wir uns da auch nochmal anschauen. Aber ich wiederhole noch einmal kurz die Ergebnisse. Wenn wir nämlich am Ende der Leitung nun eine Induktivität einbauen, dann addiert sich die Spannungsdifferenz zu der Spannung am Ende und die Spannung am Anfang muss größer sein als am Ende. Das heißt, unterm Strich gesehen haben wir also am Ende eine kleinere Spannung als am Anfang. Bei einer Kapazität ist das umgekehrt. Dort ist die Spannung um 180 Grad genau verschoben. Das heißt, sie wird also von der Spannung am Verbraucher subtrahiert. Das heißt also, am Ende ist die Spannung am Ende größer als am Anfang. Fassen wir also nochmal zusammen. Fügen wir am Ende eine Induktivität hinzu, sinkt die Spannung und fügen wir eine Kapazität hinzu, steigt die Spannung. Die Gleichung, die wir in Grundlagen der Elektrotechnik hergeleitet haben, habe ich hier der Vollständigkeit halber noch einmal aufgeführt zum Nachschlagen. Was bedeutet das für unser Stromnetz? Nun, wie viele Menschen denken, hätten wir oben in Norddeutschland das Land der ewigen Finsternis, in Süddeutschland das Land der ewigen Windflaute. Und wir müssten eben dann diese beiden Landesteile durch lange Leitungen verbinden. Was hier etwas vergessen wird, ist die Tatsache, dass eigentlich in jedem Gebiet erneuerbare Energien vorhanden sind. Das heißt, wir können in allen Regionen erneuerbare Energien nutzen. Auch in Norddeutschland Solarenergie und in Süddeutschland Windenergie, wenn es die Politik nur ermöglicht. Nichtsdestotrotz wird es Fälle geben, wo im Norden vielleicht einmal der Wind weht und im Süden nicht. Oder vielleicht auch die Sonne scheint und im Süden nicht. Oder umgekehrt, sodass wir dann in der Lage sein sollten, Energie von Nord nach Süd zu transportieren. Das können auch recht große Mengen sein. Und aus diesem Grund hat also im Netzentwicklungsplan hat man eben vorgesehen, lange Verbindungsstrecken von Norden nach Süden einmal längs durch die Republik. Das spiegelt auch wieder, dass trotz aller Regionalität der erneuerbaren Energien es trotzdem immer häufiger vorkommt, dass die Entfernung zwischen Generator und Verbraucher größer wird als früher.
Und gerade in solchen Wetterlagen, wo wir Energie von Nord- nach Süddeutschland schaffen müssen, ist es so, dass wir doch eine sehr lange Strecke zu überwinden haben. Und in diesem Fall ist es so, dass häufig der Spannungsabfall über den Leitungen die übertragbare Leistung limitiert. Weniger der maximale Strom auf den Leitungen, sondern tatsächlich das Problem, dass am Ende der Leitung die Spannung zu niedrig ist. Und namenhafte Wissenschaftler von Netzbetreibern wie Amprion haben schon vor 10 Jahren das Schreckgespenst eines Blackout-Risikos aufgrund eines Spannungskollaps vorhergesagt. Das ist Gott sei Dank noch nicht eingetreten, aber wie ein solches Szenario aussehen könnte, das möchte ich Ihnen jetzt einmal zeigen. Wir haben ja gerade gelernt, wenn wir eine Leitung haben, an deren Ende die Spannung zu niedrig ist, bauen wir Kondensatoren ans Ende der Leitung. Die Idee ist nicht neu. Es gibt im ganzen Stromnetz verteilt sogenannte Kompensationsanlagen. Die sind hier als graue Punkte in unterschiedlicher Größe einmal dargestellt. Häufig sind es tatsächlich Bänke aus echten Kondensatoren, manchmal wie im Kernkraftwerk Biblis, was ungefähr hier liegen müsste. Dieses Kraftwerk hat man inzwischen abgeschaltet als Kernkraftwerk, hat aber weiterhin den Generator als Synchrongenerator am Netz. Und Synchrongeneratoren haben die wunderbare Eigenschaft, dass sie Blindleistung beziehen oder abgeben können, ganz je nachdem, wie man den Erregerstrom einstellt. Und davon gibt es auch noch mehrere im ganzen Stromnetz. Die Kompensationsanlagen werden zur Spannungsregelung genutzt und gleichzeitig kann man damit auch eine Leistungsflussregelung hinbekommen, wenn man nämlich an ausgewählten Punkten die Spannung vielleicht eher anhebt, so wird dort bevorzugt weniger Strom fließen, der fließt dann eher in die Richtung, wo die Spannung niedriger ist. Nichtsdestotrotz kann man mit diesen Kondensatorbänken auch die Spannung am Ende einer Leitung hochsetzen, wenn sie droht, zu niedrig zu werden. Was dann aber passieren kann, schauen wir uns jetzt einmal etwas genauer an. Wir haben hier ein Ersatzschaltbild für eine Leitung, jetzt tatsächlich sogar mit Widerstand und vor allem eben Induktivität. Wir haben am Ende der Leitung einen Verbraucher, das könnte eine Stadt sein oder eine Region, die Wirkleistung bezieht. Wenn wir jetzt einmal ein Diagramm zeichnen, bei dem wir als Funktion die übertragene Leistung und am Ende die Spannung auftragen, so bekommen wir eine solche Kurve. Vielleicht erinnern Sie sich an das Fach Grundlagen der Elektrotechnik, wo wir diese Kurve einmal um 90 Grad gedreht kennengelernt haben, wo wir also auf der horizontalen Achse die Spannung und auf der vertikalen die Leistung hatten. Und Sie erinnern sich vielleicht auch noch, dass der Punkt der maximalen Leistung, die wir übertragen können, die Leistungsanpassung ist, die durch den Innenwiderstand einer Quelle eben limitiert ist. Dieser Innenwiderstand der Quelle ist in unserem Fall hier die Leitung, bestehend aus einem induktiven und einem resistiven Anteil. Deswegen ist diese Kurve auch nicht so schön symmetrisch, wie wir sie in Grundlagen der Elektrotechnik kennengelernt haben. Dort hatten wir nur einen Wirkwiderstand. Durch die Induktivität bekommt sie eher diese Form einer Nase. Und deswegen nennen die Fachleute auch scherzhaft diese Kurve Nasenkurve. Wenn Ihnen also einmal das Stichwort Nasenkurve über den Weg läuft, dann wissen Sie, worum es geht. Das Problem bei dieser Kurve ist folgendes. Sie hatte zwei Bereiche. Das heißt, wir können ein und dieselbe Leistung an zwei verschiedenen Arbeitspunkten einstellen, denn sie ist quadratisch. Auch das haben wir ja schon kennengelernt. Üblicherweise arbeiten wir in diesem Teil der Kurve, wo also die gesamte Anordnung im Wesentlichen wie eine Spannungsquelle wirkt. Und das bedeutet, wenn wir mehr Leistung beziehen wollen, dann müssen wir am Ende die Impedanz verringern. Das wäre dann vielleicht auf diesem Arbeitspunkt.
Wenn wir dann die Impedanz verringern, die Leistung erhöhen, wandern wir auf dieser Kurve. Das Problem ist, wenn wir die Impedanz immer weiter erniedrigen, um mehr Leistung zu beziehen, kommen wir irgendwann an diesen Punkt, an dem die Kurve rot wird. Das ist mit Absicht geschehen, denn an diesem Punkt der Leistungsanpassung passiert etwas Schreckliches. Unsere Regelsysteme, die dann möglicherweise noch mehr Leistung beziehen wollen, denken, wenn sie die Impedanz weiter verringern, dann wird die Leistung größer. Das ist aber nicht so, sondern dann sehen wir, dann wird die Leistung wieder kleiner. Das heißt, dann wird das gesamte System instabil, bricht zusammen und wir haben einen Blackout. Das heißt, der Arbeitspunkt an der Spitze der Nase sollte also tunlichst vermieden werden. Gut, nehmen wir aber einmal den ersten Fall an, dass wir unsere Leitung hier so belasten, dass wir an die Grenze der Spannung von -10% der Nennspannung angelangt sind. Und wir hätten am Ende die Möglichkeit, Kondensatoren hinzuzuschalten. Und dann merken die Betriebsingenieure, jetzt wird es Zeit, die erste Kondensatorbank hinzuzuschalten. Und dann erhöht sich die Spannung am Ende der Leitung. Insgesamt sieht dann die neue Nasenkurve aus, wie hier dargestellt. Das heißt also auch, die Nasenspitze wandert weiter nach außen zu hohen Leistungen. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir können das jetzt weiter treiben. Wenn wir also die Leistung erhöhen und wiederum an die Grenze kommen, können wir einen weiteren Kondensator hinzuschalten. Wir erhalten dann also eine neue Kennlinie, auf der wir dann wiederum erst einmal sicher arbeiten können. Wenn wir die Leistung noch mehr erhöhen und wiederum an die Grenze kommen und wiederum einen Kondensator hinzuschalten und das Ganze vielleicht noch ein- oder zweimal machen und dann zusätzlich noch die Leistung ein wenig erhöhen, dann kann es durchaus passieren, dass wir durch das Zuschalten von zusätzlichen Kondensatoren in die Spitze der Nasenkurve geraten, in den Punkt der Leistungsanpassung, in den Punkt, wo das System instabil wird und wir einen Blackout bekommen. Jetzt werden Sie sagen, naja, das kann man doch sicherlich vernünftig berechnen, denn Sie haben ja die Kurven hier auch gemalt, Herr Professor. Richtig, für eine einzelne Leitung ist das noch ziemlich einfach. Aber wenn wir das für ein komplettes Stromnetz mit vernarkten Zweigen machen, dann wird das nicht mehr so einfach. Dann wissen die Betriebsingenieure nicht genau, wie viel Kapazität sie zuschalten dürfen. Und es könnte passieren, dass sie unwissentlich dorthin gelangen. Allerdings ist es inzwischen so, dass für jede Schalthandlung im Übertragungsnetz eine vollständige Netzsimulation durchgeführt wird mit sämtlichen Parametern und natürlich dann auch entsprechend mit zugeschalteten Kondensatoren. Und aus dieser Netzsimulation sollte dann eigentlich herauskommen, dass dieser Schaltzustand doch dann tunlichst zu vermeiden ist. Nichtsdestotrotz könnte es unabsichtlich auf diese Weise zu einem Blackout kommen. Was können wir jetzt machen, um das vielleicht noch zu optimieren? Vielleicht können wir die Stromleitungen verbessern. Schauen wir uns einmal eine solche Freileitung an. Wir könnten überlegen, den Leiterdurchmesser zu vergrößern. Ja, damit bekommen wir zwar den ohmschen Widerstand drastisch gesenkt, wie man in diesem Bild hier sehen kann, aber der Blindleistungsbelag, den sehen Sie hier, obwohl wir jetzt den Leiterdurchmesser auf 10 cm erhöht haben, was illusorisch ist, man müsste dann vielleicht Rohre aufhängen oder so, selbst dann wird aber auch der Blindwiderstandsbelag nicht so wesentlich geringer, als dass es eine wirkliche Änderung ausmachen würde. Jetzt haben wir überlegt, der Blindwiderstandsbelag ist ja vor allem durch die Leiterschleife erzeugt. Vielleicht können wir etwas erzielen, wenn wir den Abstand der Leiter ändern. Wir sehen jetzt hier das Bild. Es fängt an bei 1 Meter Leiterabstand, geht bis 10 Meter Leiterabstand. Sie sehen,
Je enger wir die Leiter zusammenbringen, desto niedriger wird der Blindwiderstandsbelag. Jedoch irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir nicht näher aneinander kommen können, denn dann ist einfach die Isolierfestigkeit der Luft nicht mehr gegeben. Und außerdem sehen Sie, bringt es kaum etwas. Wir müssten also noch eine Größenordnung näher zusammen, um wirklich signifikant etwas bewirken zu können. Und das geht aus Isolationsgründen eben nicht. Wir schlussfolgern, die Leitungsreaktanz kann durch die Optimierung der Geometrie nicht signifikant geändert werden. Das ist schade. Das heißt, wenn wir das Problem tatsächlich ernsthaft angehen wollen, gibt es eigentlich nur zwei Lösungen. Entweder wir bauen neue Leitungen parallel dazu oder wir verwenden auf lange Strecken Gleichstrom. Denn bei Gleichstromleitungen ist der Blindwiderstandsbelag ja nicht relevant. Das heißt, diese Probleme erhalten wir dann nicht. Dafür vielleicht andere. Aber das möchte ich in einer anderen Vorlesung erläutern. Damit möchte ich heute zum Schluss kommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.